Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Seit langem mal doch mal wieder ein Video. Aber heute geht es mal um die Pick'em Predictions für die Starladder Major in Berlin. Und zwar habe ich ja vor, dass ich diesmal die Münze wieder auf Diamant mache, also die Medaille, sollte ja kein Problem sein. Es ist im Prinzip gleich wie beim letzten Mal alles, nur dass man jetzt, was halt noch dazugekommen ist, es gibt jetzt extra Herausforderungen für die Medaille selber, wo man halt 10 Runden auf einer von den Wettkampf-Matches von den offiziellen Spielen also schaffen muss, ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Und wenn man halt dann schon mal die 7 Male hat, haben wir dann die Medaille schon mal auf Silber und jo. Sonst ist halt alles gleich, außer und also Souvenir-Tokens kann man sich jetzt auch noch zusätzlich kaufen. Ist ja, wir Valve ist eine Geldmacherei, drückt vielleicht das dann, also vielleicht wahrscheinlich auch auf die Skinpreise oder auf die Wert von den Souvenir-Drops wird sich das dann halt auswirken. Aber jo, wie gesagt, um die Pick'em Prediction geht es heute. Und bei der letzten Major, also bei Katowice, heuer hatte ich ja auch Diamant geschafft, war ja auch jetzt so nicht so schwer. Und es sind halt hier jetzt wieder ein paar Teams dabei, die, was jetzt der eine oder andere von euch vielleicht nicht kennen wird, ich meine, ich kenne jetzt auch nicht alle. Für den 3:0 Peak hätte ich Vitality genommen, weil das meiner Meinung nach das Top-Team ist, was hier halt in der Challenger Stage vertreten ist und weil es halt auch mein Lieblingsteam ist, aber weil ich dann mir noch nicht ganz sicher bin, welche Teams ich jetzt weiter predikten soll, werde ich Vitality als Safe Bet mal hier unten einfügen, weil wenn die halt dann nur mit 3-1 weiterkommen, bekomme ich dann keinen Punkt für das, dass Vitality weiterkommt, deswegen setze ich sie mir schon mal als sicheren Punkt hier unten. Saiwu, NVK, RPK und wen haben wir dann noch? Alex sollten das eigentlich shippen, also die sind da ganz stark dabei. Dann als zweites Team hätte ich Mouseports weiter, weil mit dem momentanen Lineup sind die eigentlich auch nicht zu schlagen, beziehungsweise sind die da sehr gut dabei. Chris J, Robs, Kerrigan, Voxic und ich weiß jetzt nicht, wer der fünfte war, ich glaube Frozen, bin mir da jetzt nicht sicher bei dem fünften. Auf jeden Fall allein mit Kerrigan da schon einen krassen Spieler am Start. Sollte für Mouseports hier jetzt auch nicht so das Problem sein. Energy würde ich dann als nächstes Team weiter wetten. Das neue Logo von denen ist auch so hässlich, aber okay. Ja, Energy da auch in den letzten Majors relativ gut vertreten. Generell momentan, also nicht nur bei den Majors. Ich weiß jetzt nicht, wo ich aufgehört habe. Auf jeden Fall Energy Lineup. Breeze, Eden, Tarek, das reicht alleine schon. Jo, lass gleich weitergehen. Das nächste Team hätte ich Furia gewettet. Und dann wird zum Beispiel schon schwer. Wenn ich jetzt nicht Vitality als 3-0 Peak nehme, kann ich... Ist halt die Frage, was nehme ich dann? Ich könnte natürlich dann eines von den drei Teams da hier unten noch nehmen, aber das, ich möchte die als 4 sichere Punkte haben, weil 5 braucht man ja von den 8. Damit das halt aufgeht, ne? Und dann würde ich halt North noch weiter. Tai Lu würde ich halt dann so als Joker für den 3-0 weiterkommen wetten. Entweder sind sie krass und schaffen das oder sie kommen nicht weiter. Ich meine, ja, man kann sie definitiv auch hier unten platzieren fürs Weiterkommen. Aber wie gesagt, ich habe lieber Vitality hier unten als sicheren Punkt und platziere Tai Lu halt hier oben. Dann würde ich noch weiterkommen, weiter wetten. Crazy soll angeblich nicht so schlecht sein. Ich meine, ich habe sie noch nicht spielen gesehen, beziehungsweise so die Underdog-Teams. Kenne ich generell ziemlich wenig, aber von, naja, sage ich mal von ein paar Bekannten weiß ich, jo. Die sind von den Underdogs mit ab die krassesten.
Und dann wäre im Prinzip eigentlich auch nur noch als letzten Punkt eventuell Avenger. Oder Avangar. Ich weiß nicht, warum ich das immer so ausspreche. Ja, dann würde ich Avangar weiter wetten. Weil die meiner Meinung nach... Wobei, das ist halt so eine Frage. Wie, G2 gibt es ja auch noch. G2 ist im Prinzip eigentlich ein krasses... So ein krasses Lineup. Die Spieler, Kenny S, Shox sind ja wirklich Top-Spieler. Nur die... Keine Ahnung, die haben manchmal einfach so Majors, wo die gar nichts gerafft bekommen, da absolut nicht zusammenspielen und das einfach wirklich kompletter Abfuck ist und keine Ahnung, die nie halt weiterkommen oder eine Chance haben zum Weiterkommen. Dann gibt es aber auch wieder Majors, wie glaube ich zum Beispiel das letzte auch in Katowice, wo G2 da definitiv auch drücken kann und sage ich mal, deren Kompetenz und naja, wo man halt einfach sieht, ja, die Boys haben schon was auf dem Buckel in deren Jahren, was die schon im CSGO und im Zirkus halt dabei sind. Ja, da kann man halt dann sagen, G2 oder Avangar. Ist halt schwer. Beziehungsweise man könnte auch G2 und Avangar weiter wetten und Crazy halt dann rausgeben. Weil ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich habe die selber nicht spielen gesehen. Ich vertraue da einfach mal auf meinen Mates. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob es bei Avangar irgendwelche Spielertransfers gegeben hat. Hat da wer gewechselt? Ist da wer anderen dazugekommen? Oder sind die jetzt mit demselben Lineup wie beim letzten Major? Weil dann können die definitiv weiterkommen. Ja, fuck off. Ich werde die halt mal weiter. Und als Team, was mit drei Niederlagen ausscheiden wird, wird Simon Gaming oder Simon. Keine Ahnung, wie man das Team ausspricht. Kenne ich auch gar nicht. Aber die sollten angeblich, also sie sollten, sie sind angeblich die lowesten von den anderen Talks, was halt schon ein bisschen Talent haben. Aber sie sind halt so ähnlich wie bei G2, die können halt nicht wirklich zusammenspielen, da fehlt einfach die Koordination und im Großen und Ganzen da keine krassen Tactics zu sehen bei dem Team. Jo, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gelabert habe, ich habe einfach versucht, das so kurz wie möglich zu halten. Normalerweise werden diese Pick-and-Prediction-Videos immer 15 bis 20 Minuten lang, weil ich da einfach wenn nicht alles dazu sage, was mir einfach einfällt zu den jeweiligen Teams, aber ich denke, das geht schon so durch. Wie gesagt, man könnte halt statt Avangar G2 oder statt Crazy noch G2 reingeben. Complexity glaube ich nicht, dass sie da was reißen. Hellraisers auch nicht, Greyhound Gaming auch nicht, Force Esports glaube ich auch nicht, Dream Eaters könnte man glaube ich sogar noch auf 0-3 wetten und Intensivsport, die werden auch nicht weiterkommen. Ja, ich glaube, das ist so an sich schon ziemlich okay. Das heißt, Vitality, Mouseboards, Energy, Furia sind halt so meiner Meinung nach jetzt mal die vier sicheren Punkte, was kommen werden. Dass Tylo da jetzt mit 3 Wins weiterkommt, wird schwer. Also, dass sie generell weiterkommen, das sollten sie schaffen, nur mit 3 Wins wird schwer für sie. Aber ist dennoch auch nicht unmöglich und könnte so halt als Joker den 5. Extrapunkt dann noch bringen, wenn nicht North und Crazy und Avangar, hätte man dann halt noch zusätzlich für den 5. Punkt, also eins von die 5 Predictions sollte halt dann noch aufgehen. Aber das ist das, was ich mal predikte, hoffentlich geht es auf, hoffentlich schaffe ich auch wieder die ne, Platin oder Diamant oder keine Ahnung wie die heißt, Diamond Coin, okay, und jo, ich sage auch gleich dazu, ich übernehme keine Haftung für meine Predictions, wenn das halt mal nicht aufgehen sollte, jo, ist halt so, kann passieren, aber das ist halt wie gesagt meine Meinung. Dann würde mich auch eure Meinung zu dem
Predictions interessieren. Was sagt ihr zu meinen, beziehungsweise was sind eure Predictions? Was glaubt ihr, wer weiterkommt? Wer wird mit 0-3 ausscheiden? Und würde mich einfach mal interessieren, was ihr so predicted. Ja, und dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Zu der Group Stage und Champion Stage werden dann ebenfalls auch noch Videos kommen, wo ich meine Predicts halt zeigen werde. Über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar würde ich mich freuen, um die zwei kommenden Videos dann nicht zu verpassen, würde ich ein Abo empfehlen. Würde ich mich auch sehr freuen und dann sage ich nur noch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.